Die aktuelle Zinsentwicklung wird sich so auf diesem Niveau wahrscheinlich fortsetzen. Weitere Zinserhöhungen sind ja auch in Europa und Amerika geplant, wenngleich die vielleicht nicht mehr so stark ausfallen wie jetzt in der Vergangenheit. Aber wir gehen davon aus, dass die Zinsen nicht zurückfallen werden auf ein Niveau, was wir noch vor einem oder 2 Jahren hatten. Das wird nicht mehr passieren. Wie es jetzt dann letztlich weltpolitisch und weltwirtschaftlich weitergeht, das ist natürlich etwas, da gibt es viele Experten, die sich da streiten. Und man wird sehen, was sich da entwickelt. Ja.